Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Stickt mit mir. Ja, ich nehme euch wieder beim Sticken mit und ihr seht hier schon, hier liegen Perlen. Ich habe mir gerade versehentlich richtig blöde in den Finger gestochen und habe dann, ja, gerade das Perlenbrett in der Hand gehabt und hier sind mir ein paar Perlen. Na gut, das ist aber nicht schlimm, die Farben kann man gut erkennen. Ich werde das auch so lassen, ich werde das jetzt nicht sortieren, also vielleicht später mal, aber nicht jetzt. Ja, irgendwie habe ich ein bisschen blöd gegriffen, hatte die Nadel in der Hand und habe mir total in den Finger gestochen. Wieder ein Grund mehr, nicht mehr auf Vordruck zu sticken. Ja, aber ich habe ja sehr viele Vordruckbilder und ich möchte die natürlich alle machen, weil die mir sehr, sehr gut gefallen. Aber ihr seht, so, so schnell geht das und ich steche mir wirklich ganz, ganz viel mit diesen Nadeln in die Finger. Also mir passiert das schon recht häufig. Ja. Ich habe mir gedacht, es geht weiter am Kranz. Ich weiß gar nicht, heute ist, glaube ich, der 13. Ihr seht gar nichts, ne? Heute ist der 13. November. Ich denke, das Video bekommt ihr nächste Woche Mittwoch. Also, wenn ihr das seht, habe ich das an dem Wochenende vorher aufgenommen. Und so richtig weit sind wir noch nicht. Wobei ich ja auch gesagt habe, wir werden im Stream ab Dezember daran sticken. Da habe ich richtig Bock drauf. Das machen wir auch. Mal gucken, wie weit wir dann kommen. Ich wollte eigentlich zwischendurch auch immer sticken, aber das ist jetzt wirklich auch der Stand vom letzten Stick mit mir. Ich habe keine Zeit gehabt, weiter zu sticken. Ich habe momentan einfach wahnsinnig viel zu tun. Ich arbeite sehr, sehr viel. Ich, ja, habe privat einiges zu erledigen. Ein paar unschöne Ereignisse, die leider in der Familie passiert sind. Und ja, momentan bin ich dann, wenn ich mal Zeit habe, abends so nach der Arbeit halt am Painten. Da sticke ich ja, ach, da sticke ich, sag ich. Da painte ich ja nach Tara. Das ist ja ein personalisiertes Bild von Homefun. Und da bin ich dran und ich sticke wirklich momentan gar nicht. Außer jetzt halt für Videos oder so oder dann halt mal danach ein bisschen. Aber momentan bin ich echt viel am Painten. Ja, morgen ist Stream bei mir. Ich werde Sonntag wieder streamen. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit euch dann da mache. Mal schauen. Ich habe ja noch mein Halloween-Bild hier. Das habe ich in einem Stream angefangen, aber mal gucken, ob wir daran weiterkleben. Schauen wir mal, weiß ich noch nicht. Ja, und ich bin natürlich nach wie vor sehr gespannt. Wie weit wir mit diesem Bild hier kommen. Ganz viele von euch wünschen sich ja auch mein Megaprojekt. Das ist ein Bild auf Vordruck. Und das würde ich sehr, sehr gerne anfangen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, dass ich ja leider kein Perlenbrett mehr frei habe. Ich habe. Wie viele Perlenbretter habe ich denn? Vier? Das hier? Ja. Ich meine, ja. Ich weiß es selber nicht mehr, geil. Nein, vier Perlenbretter habe ich. Ich habe die Wölfe angefangen, ich habe Leo angefangen und ich habe Drago angefangen. Ja. Und halt jetzt hier das. Also vier Stück. Das heißt, ich habe momentan kein Perlenbrett. Das bedeutet auch, dass ich kein weiteres Bild anfangen kann. Ich hätte jetzt zwei auf der linken Seite hier von diesem Perlenbrett noch Platz, aber ich weiß gar nicht mehr, wie viele Farben das Bild hat, das, was ich da noch habe. So, jetzt haben wir eine andere Farbe. Das ist, glaube ich, dieses Braun. Ja, das, was hier so komplett durcheinander ist. Also die Perlen, die jetzt neben dem Perlenbrett liegen, die werde ich natürlich wieder einsortieren, weil das ist ja hier auch unser Esstisch. Aber ich denke mal, da drin werde ich die jetzt nicht sortieren, die werde ich einfach lassen. So, Pinktöne hatten wir jetzt zwei, ne? Ja.
Ja, ich hatte einen Kommentar bekommen unter, ich weiß gar nicht was, ich glaube, das letzte stickt mit mir. Ich solle ja das Bild anders halten, dann hätte ich nicht diese Probleme mit diesen Knicken hier. Also, ich habe es so verstanden, dass ich quasi ganz normal sticke von oben nach unten. Aber das kann ich nicht. Also, das kann ich nicht. Ich kann so nicht sticken. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich mir die Hand dabei breche, so ungefähr. Das ist für mich total unbequem und dann habe ich auch keinen Spaß am Sticken. Denn ich habe zum Beispiel meine Wölfe, die ich ganz am Anfang gestickt habe, das war ja ein Bild von Home Hobby Art. Den Laden gibt es ja nicht mehr, oder den Shop gibt es ja leider nicht mehr. Und da habe ich auch schon angefangen, quer zu sticken. Und habe ich ja das erste AIDA-Bild gemacht und habe das dann nicht gemacht. Diesen kleinen Hund, und es hat mir einfach ja gar keinen Spaß gemacht. Ich mochte gar nicht mehr sticken. Ich mochte auch AIDA-Sticken nicht mehr. Ich fand das ganz, ganz furchtbar. Und deswegen sticke ich immer so schräg, weil mir das besser liegt, weil mir das mehr Spaß macht und das für mich angenehmer ist zu sticken. Ja, ich wollte eigentlich den Stoff da mal so ein bisschen knüllen, damit er ein bisschen weicher wird, aber ja, habe ich auch nicht gemacht. Momentan ist Zeit wirklich so. Ja, es ist ein echtes Problem bei mir momentan. Ich habe super viel zu tun, super viel zu erledigen. Und bis ich Urlaub habe, wird es leider noch ein bisschen dauern. Ich habe leider erst ganz kurz vor Weihnachten Urlaub. Mein Urlaub hat leider so nicht geklappt, wie ich ihn haben wollte. Aber nun gut, das heißt, alles irgendwie am 23. Dezember vorbereiten für Weihnachten, das wird ja spaßig. Tja. So ist es halt, ne? Ja, und momentan ist es wirklich so. Zeit ist bei mir, ist momentan ein richtiges Problem. Also ich schaffe ja noch nicht mal mehr normale Dinge unter der Woche, weil es einfach alles zu viel ist. Ne? Ja. Also muss bei mir immer alles irgendwie am Wochenende laufen. Aber so ist es, ne? So ist das. Ich freue mich, dass ich jetzt ein bisschen sticken kann. Ich war heute schon fleißig. Ich habe zwar heute lange geschlafen und ich bis jetzt lange schlafen, aber ich bin glaube ich, bis 9, ja. Bis 9 habe ich geschlafen und danach haben wir erst gefrühstückt. Normalerweise so. Samstags stehe ich so gegen 8 Uhr auf, aber ich war einfach so kaputt von der ganzen Woche. Und ich sehe gerade, die Numeria ist wach, meine kleine Zwerghamsterdame. Die schaut mich gerade an, die ist jetzt schon seit einer Stunde oder so wach und auf Futtersuche. Und am Buddeln und am Suchen. Ja. Ja, also heute Morgen war ich auf jeden Fall schon fleißig. Schon Papiermüll runtergebracht, Wäsche läuft schon, die dritte geht auch gleich rein noch. Die letzte Maschine. Und ja, dann kann ich hoffentlich nachher noch ein bisschen painten. Momentan habe ich wieder richtig Bock zu painten. Ich hatte ja eine richtige Phase, wo ich das, ja, wo ich nicht sage, ich habe da keinen Bock drauf, aber da habe ich halt drüber gestickt. Und momentan habe ich richtig Bock zu painten. Ich habe aber auch ein paar neue schöne Schiffchen von der lieben Pichu Moon Art. Habe ich euch auch ein Video zu abgedreht und neue Coverminder und so. Und da macht das immer doppelt so viel Spaß, dann auch an dem Hobby zu arbeiten. Ja, da habe ich gleich auf jeden Fall Bock drauf. Und ich glaube, ich mache mir gleich noch ein bisschen die Nägel. Aber mit normalem Lack. Ja, da schaue ich mal. Ja, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Ich bin ja hier schon fleißig seit, ich glaube, was ist das jetzt? Das dritte stickt mit mir und davor das Einsortieren. Seid ihr schon in Weihnachtslaune oder so noch gar nicht? Also bei mir ist ja schon dekoriert. Ich bin immer sehr früh dabei, weil ich ja wirklich immer gerne möglichst lange was davon haben möchte. Ich finde es halt so Quatsch,
keine Ahnung, Anfang Dezember erst anzufangen mit Dekorieren und dann Anfang Januar sofort wieder das abzubauen. Für mich ist das einfach zu viel Arbeit, die ganzen Sachen halt aus dem Keller holen, gucken, was stellst du dieses Jahr auf, was halt nicht. Weil ich kann halt auch nicht alles aufstellen, weil dafür haben wir den Platz hier nicht. Und ja, ich bin da immer sehr, sehr früh, damit ich halt möglichst lange von der Deko etwas habe. Und ich sag mal so, dadurch, dass ich halt so viel arbeite und ich ja viel unterwegs bin und so weiter, habe ich halt auch nicht wirklich was von den Sachen. Also die Deko sehe ich ja quasi nur eine Stunde am Tag oder so. Ansonsten sitze ich ja immer am Schreibtisch und bin am Arbeiten. Also bei mir hat das schon angefangen. Also Weihnachtsmusik her habe ich jetzt gehört, als ich dekoriert habe, aber bisher sonst nicht. Ich denke mal, das wird dann zum ersten Advent so richtig bei mir dann kommen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock. Ich habe die Weihnachtsgeschenke schon soweit zusammen. Noch nicht komplett alle, aber fast alle. Und ja, da werde ich auf jeden Fall die Tage schon mal anfangen, einen Teil zu verpacken. Dass ich das dann nicht mehr machen muss. Ja, und ich sag mal, jetzt ist ja 13. habe ich gesagt, ist heute also nur noch ein halber Monat. Und dann können wir schon das erste Türchen öffnen. Freue ich mich auch drauf. Ich habe dieses Jahr ganz andere Adventskalender als letztes Jahr, bis auf einen, der ist gleich. Der Balea Adventskalender, den habe ich auch immer jedes Jahr. Und dann habe ich ja noch einen von meiner Beraterin, von meiner Sensi-Beraterin, der ist aber noch nicht da. Dann habe ich noch einen normalen mit Schoki. Und dann habe ich noch den Kalender genau von Peach Monat. Da werde ich euch auf jeden Fall täglich mitnehmen. Wir werden täglich anschauen, was da Schönes drin ist. Da freue ich mich auch schon drauf, euch das immer zu zeigen. Also ihr bekommt da jeden Tag ein ganz kurzes Video. Viel gibt es da jetzt ja nicht zu zeigen. Achtung, Spoiler, falls einer nicht weiß, was in dem Kalender drin ist und das auch gar nicht wissen möchte. Wobei es in der Videobeschreibung von Peach steht. Videobeschreibung sage ich schon in der. Ja, in der Videobeschreibung steht es wahrscheinlich auch. Sie hat ein Video dazu gemacht. Aber in der Beschreibung auf ihrem Shop, auf der Shopseite, da sind halt AB-Steine drin. Konnte man wählen mit rund oder eckig und dann wahlweise entweder ein Stift von Janine X oder ein Schiffchen von der Pichu. Ich habe halt eckig gewählt und das Schiffchen von der Pichu. Also da werde ich euch jetzt noch ein Video zeigen. Wie gesagt, wird sehr, sehr kurz werden, da die AB-Steine zu zeigen. Und wird jetzt nicht unheimlich lange dauern. Aber ich möchte euch da täglich mitnehmen und ich werde das immer gleich morgens für euch öffnen und dann direkt nach Möglichkeit hochladen. Und mal gucken, ich überlege, ob ich das auch mit dem Kalender von meiner Beraterin machen soll, mit dem Sensi-Kalender. Ich weiß halt noch nicht, was da drin ist. Also ich habe ja bestimmt einen Wert bezahlt. Und dann werden da vielleicht auch mal Proben drin sein von verschiedenen Düften. Vielleicht auch ganze Wachsbars. Vielleicht auch irgendwas aus dem anderen Sortiment. Also ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Halt alles aus dem Bereich Sensi. Da bin ich also gespannt. Ich glaube, dann nehme ich euch auch mit, stehe ich einfach ein paar Minuten früher auf und dann kann ich euch das auch zeigen. Ja, ursprünglich hatten wir ja mal angedacht, dass immer so kleine, kurze Videos zwischendurch kommen, so 10 Minuten oder so, mit Stickt mit Mirs. Aber ich muss euch ehrlich sagen, dass ich das momentan zeitlich einfach nicht schaffe. Also aktuell ist es ja halt so, wie ich eben gesagt habe, dass ich halt painte zwischendurch. Nach der Arbeit mal eine Stunde oder zwei. Und dann ist schon wieder Zeit fürs Bett. Und da habe ich eigentlich so gut wie keine Zeit, dann nochmal ein Video zu drehen. Ja, deswegen ist es momentan ein bisschen, dass wir das nicht machen. Aber ich würde das natürlich gerne mal wieder machen. Vielleicht, wenn ich dann auch mal wieder frei habe, dass ich mal sowas vorproduziere. Aber da muss ich einfach mal schauen, wie gesagt, zeitlich aktuell
klappt das nicht. Ja, und ich muss auch mal gucken, dass ich hier dran auch mal wirklich mal so weiter sticke. Hoppala. Jetzt ist mir die Perle weggesprungen. Jetzt finde ich sie nicht mehr. Wo ist sie denn jetzt? Ist sie das hier? Hier ist einer, aber die wird gar nicht da rein, oder? Doch. Die Nummer 3 ist das. Okay. Ja, morgen ist Stream. Letzte Woche ist bei mir ausgefallen. Wir hatten sehr, sehr Probleme mit dem Internet hier. Das ging mal wieder nicht. Dann war es total schlecht. Und dann hatte ich dann auch keinen Bock mehr, dieses Ganze hin und her zu streamen. Aber dieses Wochenende streame ich auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr das Video seht, ist der Stream schon vorbei. Mal gucken, was ich damit mache, mit euch mache. Vielleicht pinken wir mal Weihnachtskarten, die müssen fertig werden. Ich habe ja schon angefangen, 3 sind fertig, aber ich habe ja noch einige vor mir. Ich glaube, wir werden ein bisschen Karten pinken. Ja, ihr Lieben, ich würde das Video tatsächlich hier schon wieder beenden. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Meine Wäsche ist jetzt fertig. Ein bisschen was haben wir geschafft. So schaut das Ganze jetzt aus. Gefällt mir gut und ich hoffe, wir kommen doch ein Stück weiter noch und schaffen noch einiges. Denn wenn das dann soweit ist und die Weihnachtszeit um ist und wir auch in den Streams gestickt haben, möchte ich euch gerne beim Sticken weiterhin mitnehmen in Streams. Also ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe jetzt ja schon 2-mal Perlensticken in Streams gezeigt. Einmal war das einer meiner ganz, ganz ersten Streams und danach war das auch mal vor ein paar Wochen. Und das würde ich gerne weitermachen und eventuell dann auch mit euch tatsächlich mein Megaprojekt anfangen. Hätte ich Bock drauf, muss ich mal gucken, wie es alles klappt. Und wie gesagt, das muss fertig werden, damit mein Perlenbrett leer wird, beziehungsweise mein Perlenbuch. So, da wurde ich gerade kurz unterbrochen. Ja, wie gesagt, Perlenbrett und beziehungsweise Perlenbuch muss erst frei werden, damit ich ein neues Projekt beginnen kann. Das heißt, das wird auf jeden Fall abgeschlossen. Sollte das halt bis Weihnachten nicht fertig sein, wird es halt danach noch weiter gestickt. Auch das eventuell in Streams, das muss ich erstmal alles schauen. Und danach habe ich vor, mit euch mein Megaprojekt zu starten und ich freue mich wahnsinnig darauf. Es ist ein wunderschönes Motiv und ich werde ewig lange daran sticken, aber ich habe richtig Bock darauf und ganz, ganz viele von euch haben sich das tatsächlich auch gewünscht, dass wir das zusammen machen und das wird kommen. Ja, meine Lieben, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da, lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Bei mir kommt hier auf diesem Kanal jeden Mittwoch ein Video zum Perlensticken und jeden Samstag ein Video zum Diamond Painting. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und verabschiede mich jetzt aus diesem Video. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss!